schütteln. Wir sind auf dem Weg zum Schrottplatz. Der Urlauber ist wieder da. Wir nennen dich ab und vor der Urlauber. Ne? Wir haben die spontane Idee gehabt, mal nach Venlo zu fahren, weil ich habe wirklich einen Aua und wir brauchen beide nichts. Ne? Da guck mal, ein Abstand und was? Folge den Anweisungen. Ja, das war es aber auch. Ich bin mir nicht mal sicher, ob wir überhaupt hier sein dürfen, aber du hast gesagt, du arbeitest ja hier. Wir dürfen hier sein, ne? Ja. Okay, gut. Ich auf jeden Fall. Ja, ich auch. Ich bin ein Praktikant jetzt, ja? Hast du deinen Ausweis mit, dass du hier sein darfst? Nee. Ja, siehst du, also darfst du auch nicht hier sein. Okay, wir gehen mal ein bisschen Schrottplatz gucken. Gucken wir mal, was da steht. Im letzten Mal, wo ich hier war, hat alles leer gemacht, aber müssen wir mal gucken. Vielleicht stehen ja ein paar Sachen da, die uns interessieren. Vielleicht können wir ja den einen oder anderen Schnapper machen. Ein bisschen was scheint da zu sein. Gucken wir mal. Audi auf der Bühne. Ja, guck mal. Ich kann euch schon mal so viel verraten, das wird eine kurze Tour. Bevor jetzt wieder jemand meckert, warum ich die Kamera so nach unten halte, soll nicht immer jeder sehen, dass wir filmen. Aber ihr seht, es ist relativ leer. Aber es sind ein paar Leute da. Vorne standen zwei E36, aber ich weiß jetzt nicht, was ich noch brauche. E39 wäre ganz interessant, aber bis jetzt habe ich nichts gesehen. Das ist ein E46 noch. Guck mal gleich mal. Da ist noch ein Audi. Guck mal. Ja, komm, wir gucken, vielleicht haben wir ja ein Airbag, hier, Dingssteuergerät für dich. Ja, eben kurz Amazon wird auch dann. Ja, vielleicht ist er schon ausgebaut, du musst mal positiv denken. Nein, dann mach ruhig. Vielleicht den Mitteltunnel aber ab. Nein. Du musst positiv denken. Guck mal, was der für Kugel hat. Die Flippe, die flott. Typisch 80er, ne? Nee, 90er, Entschuldigung. Oh, das sind noch Compacts. E6. Ich hab grad gedacht, das ist ein T3 da hinten in der Ecke. Nein. Ich hab's gerade gedacht, ey. Ich hab mich gerade schon voll gefreut. Aber wir haben Compact hier, E46, Limo. Also E46 sind jetzt schon ein paar hier. Guck mal. Vielleicht gibt's ja hier irgendwas, was wir brauchen können. Willst du ein schönes, ekliges. Boah, der stinkt. Boah. Alter. Alter. Oh, das war heftig. Boah, hast du es auch gerochen? Ja. Alter. Da ist irgendwas ausgelaufen. Da ist richtig heftig was ausgelaufen. Boah. Was mit dem E36 da? Na, E39 wäre ganz geil, echt. Ja, aber es ist keine. Ach, das ist ein Range Rover oder sowas. Mein Land Rover, ich kann die nie auseinanderhalten. Also ich kann die auseinanderhalten, wenn ich sie sehe. Tacho ist da drin. Aber so, ich bräuchte nichts vom E46 oder E36 leider. Nicht, dass ich jetzt so wüsste. Außer wenn ich jetzt eine M-Front finde oder so, ne? Oh, das Nierenblech ist. Ja, nee, schade, hat eine leider nur eine kleine Kante drin. Sonst wäre es interessant geworden. Schade. Was gibt's denn noch hier so? Ja, schade, ist echt mau hier, Leute. Was? Ist echt leer geworden hier. Wirklich, also nicht viel. Du hast jetzt auch nichts gesehen für dich, oder? Nee. Ja, nicht so viele Sachen hier. Opel ist gut vertreten. Lass mal die E46 noch gucken. Aber ich glaube, ja, ich meine, ich habe jetzt eh nichts, was ich so brauche. Ich bin dann einfach gern hier, Leute. Das ist der Punkt. Ich bin einfach gern hier. Nichts drin. Ja, vielleicht kann man ja einen Schnapper machen, wer weiß. Man weiß es ja nie. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es das bei dem, das dem als Chrom gab, hier so Shadowline-Zeug. Das weiß ich gar nicht. Aber das sieht gut aus von innen, ey. Also aber tun wir das noch schön. Ich weiß nicht, ob das ein nachgerüstetes Ding war, weil das sah aus, als wenn er das Verlängerungskabel von hinten nach vorne hätte. Sprich, X-Trons Kabel, nenne ich das einfach mal. Oh. Die Fünfer werden mau. Aber ein sehr nicht erfolgreicher Tag.
Kannst reinlegen. Ja, wenn ich jetzt irgendwas gehabt hätte, hätte ich es fallen lassen. Ja. Altersschwäche? Hä? Altersschwäche? Nee, ich dachte, die Federn suchen. Nee. Wenn ich jetzt wüsste, was wir gesucht hätten, du hast zwar ein paar Sachen gehabt, ne? Aber es wäre jetzt nicht wert, das Gebrauch zu kaufen eigentlich. Ne? Ja, was wäre das bei dir gewesen? Bremskraftverstärker? Ja. Das war auch. Ja, und noch irgendwas Kleines, hast du gesagt. Ja, aber da kaufe ich neu. Kaufe ich nicht schon. Ja, und halt das Airbag-Ding für den Audi, aber das Ding ist halt, also für euch zur Erklärung, das Airbag-Steuergerät ja. Ist jetzt bei einem, ja, jemand, die das programmieren quasi, auf das Auto, weil im schlimmsten Fall haben wir, beziehungsweise Björn, das Steuergerät kaputt gekriegt. Indem er meinen Booster falsch rum angeschlossen hat an die Batterie. Weil auch wer, also so auch Marcel, so auch du bestätigt, dass das nicht am Anfang war. Nein, war nicht. Ja, und sehr wahrscheinlich ist einmal verkehrt rum, also verpolt worden. Das bedeutet halt, dass, ja, so doof es klingt, tatsächlich hier das Steuergerät halt hops gegangen ist. Ne? Blödkorn. Ja, gut, das ist jetzt halt, ne? Eine andere Sache. Aber es ist weggeschickt, die das programmieren aufs Auto, ja. Weil es kommt immer Fehlermeldungen, hier ECU falsch kodiert oder sowas halt. Ja, und das ist jetzt schon wie lange weg? 4 Wochen. 4 Wochen schon? Also ein Monat ist das weg? Fast. Krass, okay. Na ja, gut, dann ist es lange. Ja, das ist echt lange. Also was haben die denn am Anfang gesagt? Die haben am Anfang gesagt, die können das machen. Ja. Dann haben die gesagt? Müssten einen originalen Code haben. Den wollten die besorgen bei Audi oder was? Nee, die wollten noch andere fragen. Aber ich glaube. Es geht um so einen Einstellungscode. Den kann man sich auch aus dem alten Steuergerät ziehen. Aber den hatten wir ja nie, weil das Steuergerät ja das, was drin war, auch schon die Macke hatte. Also theoretisch ist das, was kodiert wurde, ja tatsächlich das, was okay ist. Also richtig war. Ja. Aber trotzdem den Fehler wirft. Und deswegen ist das ein bisschen komisch. Aber gut, ne, wird sich zeigen. Schade, dass es nur so ein kurzes Video geworden ist. Ich hoffe, wir haben ein paar Minuten zusammengekriegt. Wir fahren jetzt nach Hause. Ja. Ich habe immer noch Rücken. Und dann gucken wir mal. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Na, und nächstes Mal bleiben wir länger hier. Fahren wir früher. Ja, wir sind 5 Minuten vor Schluss hier reingegangen. Okay, haut rein. Dankeschön fürs Zuschauen. Nicht vergessen, kommentieren, liken und natürlich ein Abo. Tschüss. Tschö. Was? Tschö.